Karl von Helfen ohne Grenzen. Wir haben vor kurzem diese sogenannte Ziegelmaschine gekauft, weil hier das Lager ist doch sehr groß. Und ums Lager herum ist das ganze Bambus aufgebraucht. Ist es eigentlich ein Unding, wegen ein paar Bambusstangen 6 Stunden zu marschieren, also 8-9 Stunden am Tag, den ganzen Tag. Der andere Grund ist der, weil doch, wenn man mehr in diese Seite läuft, weil dann doch Stellungen der SPDC, der burmesischen Armee, vorhanden sind. Und die, wenn unsere Leute erwischen, dann bringen sie sie um. Die Produktion von so einem Ziegel ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Laster voll Sand gekauft und einen Laster voll Zement. Das wird jetzt hier gemischt. Wird halt Zement gemacht. Dann haben wir hier in dieser Maschine haben wir diese Form, die eigentlich, wie man sieht, hier geht es nach unten, hier geht es nach oben. Ist so das System von einem Lego-Baustein, was natürlich die Stabilität von dem Ganzen erweitert. Und die werden dann ganz einfach gemacht, die werden gepresst und dann in der Sonne getrocknet. Was mit diesen Ziegeln, also hier diese Baustelle, nachdem das soll das neue Krankenhaus werden, das Krankenhaus muss erweitert werden. Wir haben im Moment hier 2 Gebäude vom Krankenhaus, dieses da drüben, das ist sehr baufällig und es muss weg. Also wir brauchen auch eine Geburtenstation, wir brauchen auch einen Ausbildungsraum, einen Sterilisationsraum und so weiter. Die Foundation ist gesetzt. Um es ganz ehrlich zu sagen, uns fehlt es am Geld, um jetzt hier weiterzumachen.